Herzlich willkommen zurück zu Breath of Fire 3. Du weißt gar nichts, sagt China. Es ist mir egal, was sie sind. Sie sind nicht das, was man Freunde nennen sollte. Ihr seid es, die nichts versteht, Mutter. Von der Brut, von den Kriminellen in Sündenstadt. Von den Überbleibseln der Techno-Zeit. Habt ihr eine Vorstellung von dem, was außerhalb eurer Burg liegt, Mutter? Oh, der war hart. Es gibt Hausarrest. Hey, immer locker, sagt Ray. Alle Jungvögel verlassen eines Tages das Nest, oder nicht? Unverschämtheit. Ja, bin ich. Genau wie ihr sagtet, ein Gauner, ein Dieb. Aber Ben ist anders. Ein Kerl wie Ben wird die Welt verändern. Es ist kein Wunder, dass ihr euch Sorgen um ihn macht. Was tut ihr? Verhaftet ihn. Zeit zu gehen. Der König, die Farbe vom König. Kämpfen? Ray, folge Mousy. Wir folgten Mousy schon einmal. Und fanden den Weg aus der Burg. Ja, im letzten Part war alles bloß wegen Speicherfehler. Was tut sie? Wieder vom Balkon springen? Ist ja geil, wir sind nach unten gelaufen, wir sind okay und sind jetzt sowieso im Untergrund. Los, fangen wir hier. Achso, jetzt steuern wir selber? Okay. Ich weiß ja jetzt, wo er. Musik hat auch angezogen. Los, Elina. Das ist eine Sackgasse, oder? Nicht ganz. Sieht so aus, aber. Stimmt, Ray kann Türen öffnen. Ich habe so ein Gefühl, dass wir hier herausfinden. Jetzt ist das blöd, dass ich, mich selbst so gespoilert habe. Stimmt, Mousy kann den Teleporter bedienen. Okay, logisch. Hätte einfach nur nach oben gehen müssen. Letzte Folge war auch wieder so eine mega verplante. Was zum Kuckuck ist das? Es ist nicht gefährlich, also beruhige dich. Ray, komm schon und öffne diese Tür. Okay. 109. Navigationscode akzeptiert. Aktiviere Portalantrieb. Was ist Nina? Boom. Schon mal weggebeamt. Sie ist verschwunden. Meinst du wirklich, wir sollten damit abhauen? Okay. Nina, ich glaube, wir schaffen das. Oh. Mutter, es tut mir leid, aber ich muss. Rede nicht in diesen Ton mit mir, junge Dame. Du bist Prinzessin und Thronfolger. Denn denkst du, kannst dich so einfach deinen Pflichten widersetzen? Ja. Ich liebe dich. Mutter, ich weiß, wie wichtig ich bin. Dass ich eine Prinzessin bin. Ich auch. Aber ich bin nicht nur eine Prinzessin. Ich bin auch Nina. Muss tun, was ich für richtig halte. Ganze Ausrufezeichen, jetzt rennen.
Hä? Wo sind wir? Hast du nicht auch schon mal gesehen, das Ende? Wo sind wir? Geld wäre jetzt Rapane. Hey Mausi. Was zum Kuckuck hast du getan? Lass uns hier herauskommen und uns etwas umsehen. Mausi ist in uns rein. Ich hätte hier unten nochmal mich umgucken sollen. Naja. So, Box sagt nichts. Was haben wir hier Schönes? Aha, sagt mir auch nichts. Was ist denn das? Wir sind an Vindias Grenze. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Wir schließen besser zu Ben und den anderen auf. Ja, was ist, wenn hier was drin ist? Keine Domain machen. Erstmal campen. Und so geschah das also. Ja, da sind sie da wieder. Nun, das heißt, wir können in nächster Zeit wohl keine Hilfe vom König von Vindia erwarten. Wir haben aber den Pass. Nina sagt sorry. War gerade in Gedanken war. Anders. Da sagt, du solltest dir keinen Kopf drum machen. Viel wichtiger ist, dass wir die Brücke vor den Männern des Königs erreichen. Wähle deine Teammitglieder, siehst du. So, und dann packen wir wieder hin, wie es vorher war. Und zwar Pico auf jeden Fall und... Hatten wir Nina dabei? Hatten wir Nina dabei, oder... Beindgar? Ja, wir hatten Momo dabei. Und sobald Momo Level 23 ist, kommt Ray ins Team. Immer hin und her. Ne? Ja. Oder sollte ich bei einer bestimmten Gruppe bleiben? Na gut. So, hier sind wir. Ja, soll ich das ändern hier mit denen? Oh. Wir hatten jetzt keine Kämpfe, nehmen, würde ich das erstmal lassen. Würde gucken, dass ich hier so schnell wie möglich wegkomme. Ja, nein. Das muss das sein. Richtung Rapala. Ja, mit einer Angel müssen wir mal gucken, habe ich jetzt eigentlich. Also es wäre ein bisschen schade dafür, jetzt so einen halben Part oder irgendwas zu benutzen. Wir waren bei ja jetzt schon mal. Entschuldigung, pass bitte. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ihr könnt gehen. Dankeschön, danke. Vielen Dank. Dankeschön. Es ist ja mal ein gutes Zeichen. Bisschen später, aber besser als nichts. Ist auch ein schönes Bild mit dem Wasser im Hintergrund. Schön. Ich hoffe, wir können bald mal wieder fighten. So, warte mal, Rapala sind. Genau, wir müssen jetzt, glaube ich, wegen dem Schiff gucken, ne? Rapala. Rapala. Nee, Rapala. Das dürfte sein.
Er schickt uns jetzt, glaube ich, gerade von der anderen Seite rauf. Weil. Ja, warum? Ich will nicht die Berge umrunden, also nehme ich das Schiff. Muss ich die Berge umrunden? Jetzt ist der Kran kaputt. Warum haben Maschinen immer Defekte? Momo. Wir bereisen die ganze Welt. Gut, wir sagen zwar die ganze Welt, aber unser Schiff schippert nur auf der mittleren See herum. Schön, dass wir mal so eine Unterteilung haben. Knarz, knarz, sagt er. Unter uns gesagt, ich habe die Information, dass das Gildeschiff bleibe wieder aus. Stimmt, hier mit dem Gildemeister reden. Kann aber sein, dass wir dafür. Na, gehen wir mal rein. Dass wir dafür ans Kai müssen. Willkommen im Hotel Zinka, aber ne. Wollen wir jetzt nicht? Ne. Danke, danke, bis bald. Oh. Wisst ihr, bis ich mit dem Reisen anfing, habe ich es nie bedacht. Aber die Welt ist viel kleiner, als man denkt. Boah, ist tiefgründig, das ist richtig der Shit, ey. Ich, der Reisegommi. Habt ihr den Falschen? Mit dem hatten wir doch gesprochen, mit dem Gummi. Wie wäre es mit einem Meeresfrüchte-Omelett? Na, wollte mal Seemann sein, vielleicht trete ich der Gilde bei. Ah, ist das guter Tee. Ich kann mit dem Schiff von Osten aus Trödelstadt. Ich kam mit dem Schiff von Osten aus. Von Osten, Komma, aus Trödelstadt hierher, meine Güte. Schiffe sind interessant, nicht wahr? Mhm. Ich war früher auch geschäftig dort draußen. Wir machen jede Menge Geld, seit Weltgildemeister wurde. Bald schon bekommen wir mehr Schiffe und weiten unsere Tätigkeiten aus, okay? Ihr kommt nach Osten, wenn ihr den Zubluberg umrundet, aber alle wollen immer noch das Schiff nehmen. Das ist sicher spaßiger. Hallo, wenn der Bait sucht, der ist auf der Werft. Siehst du, da müssen wir. Du? Hier, Typ? Das Geschäft der Gilde läuft recht gut momentan. Also haben wir nicht so viele Kunden gewinnen können. Also, ich meine, dass die Schiffe wieder fahren, oder was? Putzfrau? Ich bin. Kammerzofer. Okay. So. Gehen wir hoch. Das kann sein, dass wir jetzt einfach zur Werft müssen. Ich spreche erstmal mit den Leuten hier, ob es wohl sicher ist auf diesem Schiff, Rilgo. Das hat doch immer Pannen, oder? Ja. Letztens war erst der Reifen platt. Haben wir jetzt schon alle Ausrüstung? Was ist ein Waffen, sagt er. Okay. Na, lohnt sich nicht. Ja, bei Momo die Abwehr ganz gut, aber ne. Nee. Da hätte man mit den anderen Charakteren mal schauen müssen, wird die Objekte. Was hast du Schönes? Was hatte ich hier noch? Ah, okay. So. Weil hier hatten wir ja ziemlich viel verbraucht.
Ah, das waren die 40 SP-Dinger, die wollte ich da los. Ah, okay, nee, wir haben alles gekauft. Hier gibt's bloß den billigen Shit noch. Ja. So, und drüben bräuchten wir auch nichts, ne? Was war denn das alles nochmal? Was auf dem Schiff? Müsste ja auf eine Stornierung warten, okay. Ich werde arbeiten, wenn das nächste Schiff kommt, ehrlich. Das dort ist das Büro der Gilde. Da gibt es Infos zum Schiffsfahrplan und anderem Zeug. Okay. Nur weil wir die Transportgilde sind, heißt das noch lange nicht, dass wir nur Waren umherkarren. Wir machen viel Geld mit Straßenbau und dem Verkauf von Schiffspassagen. Aha. Na gut. Wie wär's mit einem Schuss, bevor er aufs Schiff geht? Endlich gerade trocken, aber nee, reicht. So. Ja, ich würde sagen, wir machen uns einfach zur Werft auf. Mal sehen, was die so palavern. Wir müssen mal Bait treffen. Wenn uns einer hier helfen kann, ist es Bait. Das ist die Schiffswerft von Rapala. Nur selten kommt unser Schiff nicht zurück. Jetzt müsste da alles wieder besser sein, ne? Ach nee, hier ist der Typ. Eigentlich mit. Na gut. Was ist da los? Das Schiff wird schon wieder vermisst. Wie? Vielleicht ist das nun wirklich gesunken. Okay. Das Schiff wird sowieso langsam alt. Es braucht wohl eine komplette Überholung. Na ja, denn, lasst uns machen. Vor einigen Jahren hatten wir dasselbe Problem. Das Schiff blieb aus und wir dachten, es liege am Leuchtturm. Aber es lag wohl daran, dass das Schiff eine Panne hatte. Ja, da war ich dabei. Hoffentlich nicht, mit meiner ganzen Ware an Bord. Tut mir leid, wir untersuchen die Sache gerade. Ist das nicht Bait? Maschinen mögen robust erscheinen, aber sie gehen schnell kaputt. Wir wissen auch nicht, wie man neue baut. Wir bauen keine Maschinen. Wir finden nur die Einzelteile und fügen sie zusammen. Okay. Hört sich für mich alles ein bisschen nach Hokuspokus an. Hatte ich mit dir gequatscht? Naja, hatte ich. Mhm. Nee, okay. So, Bait. Gildenmeister haben wir schwer was. Ja, yeah. Das Schiff wird schon wieder vermisst. Da kann man genau rechtzeitig. Ah, hier. Er posiert mit seinen Muskeln. Sie hat anscheinend ein kleines Kind, was sie gerade zum Squats machen. Zwingt, während ein Asche, ein Affe im Hintergrund klatscht. Eine Asche. Wäre gut, wenn Shades Kinder groß und stark wie ich werden würden, aber sie kommen wohl eher nach Bait. Okay, verstehe. Hey, sie läuft. Ja, diesen Weg hier. Ist das Ben oder nicht? Ist das niedlich gemacht? Ja, jetzt Liegestütze. Mit 3 Pixeln animiert, ey. Tut mir leid. Seit das Baby da ist, arbeite ich nicht mehr für die Gilde. Wenn es sich um Gildegeschäfte dreht, musst du mit Bait sprechen. Okay. Auch schön, dich zu sehen, Bröckel. So ist denn Bait. Das ist doch hier eigentlich Bait. Tut mir leid, wir untersuchen die Sache gerade. Das ist doch Bait.
Jetzt mal standen sie alle hier. Müssen halt noch etwas warten. Hoffentlich. Okay. Zum Leuchtturm geht's da lang. Das wisst ihr ja bereits alles, nicht wahr? Ja. Okay, nee, warte, ich guck jetzt einfach mal nach. So. Die Straße über den Zuberberg kann nun passiert werden. Okay, okay. Das heißt, wir müssen ja nicht lang. Schon hell. So. Upp. Ich glaube, ich muss so oder so hier lang. Auch so ein bisschen Abschalten. Sehr gut, du weißt ja, mit dem Pass musst du da lang. Bleibt ja eigentlich nur noch das oder weitergehen, ne? Wie kommst du bei Gars Heimat vorbei? Ja, ich weiß nicht. Nee, nee, komm, wir kämpfen erstmal. Und dann schauen wir weiter. So. Genau, hier ist der Berg, ne? Ja, okay. Zuberberg. So, und irgendwas stand da mit Gar. Ist halt die Frage, ob ich den in Okatapa angekommen, spricht Gar nochmals mit dem alten Weisen Sodama. Ist halt die Frage, ob das auch passiert, wenn. Wir gehen erstmal rein. Wenn man Gar. Gar nicht mit jetzt in der Truppe haben. Ich denke mal schon, ne? Bekämpfen. Witzig, weil der Vulkan nicht tätig, die Straße ist sicher. Wir können nicht entziffern, was die Zeichen bedeuten, aber ihr habt das Gefühl, sie schon einmal gesehen zu haben. Ja, hier waren wir schon mal. Nehmt die Straße, um zur Urkan-Region zu gelangen. Genau da wollen wir hin. Was hält das mit Gar? Ob das schlimm ist, dass er nicht im Team ist? Ah, ich weiß auch, ja, wir müssen jetzt quasi den Berg hoch. Und das nochmal. Speicher immer. Ist noch nicht. Ah, ja, okay. Ja, komm. Hm, ja, war ja irgendwie das Ding. Irgendwie mal ein ganzes Weilchen gedauert. Nee, ich glaube, du musst das einen Zauber nehmen. Ah, nee, ihn einschläfern, ne? Was ist das? Macht schon. Irgendwann wacht er doch auf oder so, ne? Muss mal gucken, wie das war. Ich glaube, die Stelle war richtig gut zum Farmen. Ich meine, so könnte man auch besiegen, aber. Wie war denn das, dass der aufgewacht ist? Ich
glaube, wir hatten Zauber gewirkt. Ich warte noch mal zwei Runden ab, ob er von selber aufwacht. Oder nicht mehr verteidigt. Ich denke, da ist so eine Massenattacke gemacht. Ich glaube, wir hatten Lina dabei. Quatsch. So, die anderen gehen einfach mal wieder auf das. So, warten wir jetzt hier das Wasser nicht springen. Zeigt feindlich ja da. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. So ein Pico. Ich glaube, einschläfern war das. EP, 300, okay, Eiweiß. Magma Panzer. Was sind wir denn eingeschläfert? Ich glaube, wir haben den eingeschläfert und dann angegriffen. Verteidigt. Maybe schläft der jetzt oder nicht? Ich probier's. Machen wir mal Momo mit Schlaf. Ich glaube einschläfern und dann ging es, weil er nicht mehr verteidigen konnte. Was denn die Taktik in den Felsen? Weil ich überlege die ganze Zeit, was das war. Nee, nicht normale Angriffe. Oder muss das für den mit Anina den vielleicht mit Blitz irgendwie weghauen? Scheint mir gerade so. Erdbeben? Wie viel hat Momo genügt? So, bei Pico gucken wir auch nochmal. Wahrscheinlich jetzt mega Quatsch alles, aber... Nicht, dass es den heilt auch noch. Alter, so und jetzt verteidige ich da glaube ich nicht mehr. Das halt. Fels bewegt sich. Muss ihn nur heilen. Machen uns das eben immer so unnötig schwer. Alter. Schon mit Pico. Hundertachtzig, ja? 300. Aber glaube ich nicht hier lang, ne? Aber ich schon gerne da lang führen, ne? Ist hier der Part, wo du so gut gelevelt hast? Fahr irgendwie so.
Okay. Ich will einfach nur ein Level kämpfen und dann. Ja, aber wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Super gerne Daumen nach oben und einen Kommentar. Bis dann.